Moin moin und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil vom Let's Play Umsicht 2. Omnibus Simulator mit mir, mit dem Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Elon Rheinhausen und wir fahren weiter in Richtung Wickenberg. So, ja, jetzt geht's auch schon weiter. Nächste Haltestelle, Hauptpost. Ja, wir fahren die Linie 31 und ja, es geht auf jeden Fall weiter. So, ganz gemütlich ranfahren und dann passt es. Wir fahren die Linie 31 weiter. So, will sofort aussteigen. Ist ja unmöglich. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Es ist schon wieder schlimm. Die KI hier ist auch ein bisschen naja. Aber gut, was werden wir machen, ne? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So, jetzt schauen wir doch mal, wo die Reise uns hinführt. Ah, hier rechts. Heute. Nächste Haltestelle, Theaterplatz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Ja, ich präsentiere euch dieses Mal dieses Addon. Denn ja, man muss ja auf jeden Fall eins präsentieren, ne? Hallo. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Natürlich bekommen Sie. Danke. Guten Tag. Einmal normal, bitte. So, jetzt mal gucken, wie ich hier rauskomme. Oder auch gar nicht. Oh, der fährt ja toll. Ausfällig,
Nächste Haltestelle, Obernstadt. Ja, eine chaotische Folge heute Morgen, aber gut, was will man machen? Hallo. 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 Ja, ich habe bereits über 922 Aufrufe, da möchte ich erstmal gerne bei euch bedanken bei euch, denn ja, ohne euch würde ich die Let's Plays nicht machen. Ja, schon Dankeschön darüber. Ja, es wird auf jeden Fall wieder eine... es gibt auf jeden Fall wieder eine Spezialfolge. Also aber erst wieder ab 1000 Aufrufe. Seid darüber gespannt. Und ja, des Weiteren gibt es auch, und zwar am 12.8., es ist ja in 2 Wochen ungefähr, eine 10-stündige Leitstellenfahrt. Präsentiert wird das Ganze von OMSI 2 Players, und zwar auch auf dem sogenannten TS, und zwar auf dem TS von OMSI 2 Players. Das heißt, ja, wir werden in viele hier raus. Nächste Haltestelle, Gottfried-Eisele-Straße. Wir werden auf jeden Fall fahren, 10 Stunden lang um sie. Das heißt, ja, ihr kennt es ja bereits aus anderen Leitstellenfahrten. Nein, gibt ja auch die 24-Stunden Leitstellenfahrt, aber es wird diesmal nur eine 10-stündige sein. Und ja, die müsste ich ja noch finden. Und 10 Stunden sind schon ziemlich viel. Ja, dies wird dann passieren am 12.8. Beginn ist morgens um 10 Uhr. Das heißt, alle, wenn da wach sind, draufkommen und mitfahren. Ja, die Planungen für heute sind auch nicht so abgeschlossen, denn ja, ich habe heute frei. Welche Wunder. Und ja, wahrscheinlich werde ich aber heute mal unterwegs sein, denn mit diesem schönen Wetter muss man ja raus, ne? Und es gibt ja viele Dinge,
die man ja machen kann. Hallo. Hallo. So. Nächste Haltestelle in Eckerfeld. Also irgendwie stimmt da was nicht, denn diese Ampel müsste eigentlich eigentlich ein bisschen weiter woanders sein, ne? Aber naja. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr könnt mir immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, das ist ja klar. Denn ja, ohne euch würde ich das nicht machen, ich mache es sogar kostenlos. Viele YouTuber nehmen ja dafür Geld. Nur ich nehme dafür kein Geld. Ich könnte zwar nehmen, aber ich habe da eigentlich keine Lust. Und von daher, jo. Nächste Haltestelle, Wickenberg zum Brauchholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Nächstens fahre ich wieder Auto. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, Ihre RVB. Genau, und dafür, damit verabschiede ich mich auch von euch. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, bei dem immer was ihr auch macht. Denn ja, heute in Baden-Württemberg knapp 29 Grad. Das heißt, genießt es. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Und ja, stay positive, positiv denken.
Bis dahin, euer Peter. Ciao, ciao. Nächste Haltestelle, Gellenberg Rathaus.